Damit ein herzliches Willkommen hier zu einer neuen Folge der AC Milan Karriere. Heute mit dem Start in den Februar. Wir werden 4 Spiele heute in diese Folge packen. Die Partie gegen Cagliari, Piemonte Calcio, FC Crotone und Manchester City. Das Achtelfinale Hinspiel in der UEFA Champions League und das Hinspiel im Halbfinale der Coppa Italia und eben die zwei Ligaspiele, die ich allesamt beide simulieren werde. Manchester City und Piemonte Calcio zeige ich euch im Spiel. Piemonte werde ich komplett zeigen und Manchester City nur die Highlights. Und wenn euch die heutige Folge gefällt, dann lasst einen Daumen nach oben da, vergesst den Kanal nicht zu abonnieren und dann starten wir in das erste Spiel gegen Cagliari. Eine Punkteteilung gegen Cagliari 1 zu 1. Cagliari ging in Führung. Damit ist es die erste Mannschaft, die gegen uns in Führung geht. Durch Marin in der 9. Minute und Chiesa in der 59. mit dem Ausgleichstreffer und dem gleichzeitigen Endstand. Milan, Cagliari 1 zu 1. So gehe ich in das Spiel gegen Piemonte Calcio mit Tato Ushanu im Tor. Die Abwehr Hernandez, Pastoni, Romagnoli, Dalot. Das Mittelfeld Veloso, Tolisso, Bennacer. Offensive Mittelfeldzentrale und vorne Barco, Cavani und Salemakers. È stato ritrovato un orologio da uomo. Il proprietario può presentarsi munito di documento presso il posto di polizia dello stadio. Das Stadion ist gefüllt. Wir begrüßen Sie heute zum Spiel. Ich begrüße euch, besser gesagt, heute zum Spiel im Halbfinale der Coppa Italia. Piemonte Calcio gegen den AC Mailand. Das Halbfinale, das andere Halbfinale heißt Roma gegen Neapel. Es wird im Hin- und Rückspiel ausgetragen. Und die beiden Sieger sind logischerweise im Finale dann. Dybala startet auf jeden Fall auf der Seite von Piemonte Calcio. Natürlich ganz klar das zweite Duell gegen Juve hier. Das erste Spiel haben wir deutlich mit 4 zu 1 gewonnen. Nun gilt es hier, das Halbfinale gut zu überstehen. Aber wer sich an die letzte Saison erinnert, dort haben wir in FIFA 20 gegen Piemonte Calcio das Hinspiel deutlich mit 5 zu 2 verloren. Das Rückspiel haben wir dann überragend 7-1 gewonnen. Hier die Aufstellung: Juves, Chesney im Tor, die Abwehr: Alexandro, Delic, Chiellini, Cuadrado. Das Mittelfeld: Ramsey, Arthur, Bentancur und Moreno. Und vorne Dybala mit Morata auf der Bank, dann noch Sagnolo, Locatelli, Bernadeschi, Kulusevski, Danilo. Die Aufstellung von uns kennen wir ja schon. Wir nehmen noch mit Navas, Emerson, Kalulu, Chiesa, Xhaka, Valeri und Rebic. Salemakers darf spielen, da er sehr unglücklich hier ist. Deswegen darf er gegen Juve spielen, damit er wieder glücklicher wird. Und damit steigt das Halbfinale der Coppa Italia des italienischen Pokals. Piemonte in Zebra gestreiften Trikots unterwegs, wir ganz in Weiß mit dem ersten Ballgewinn und dem ersten Angriff über Cavani. Guter Ball, überragender Ball und dann abseits durch Ismael Benacer. Das war doch deutlich zu sehen. Delikt, Alexandro, Dybala und Arthur
mit einem deutlichen Fehlball. Hier, da hat den Ball deutlich nicht getroffen. Und wir mit dem Neuaufbau hier. Also in dieser Saison läuft es richtig gut, was den Ballbesitz angeht. Wir machen es richtig gut, lassen den Gegner kaum an den Ball, deswegen haben wir auch erst 4 Gegentore in der Liga. Jetzt Benacer kann es probieren, zieht auch ab, der Nachschuss von Barco, erneut abseits. Aber so gefällt es mir. Wenn wir so starten, dann sehe ich hier eine gute Chance, dieses Spiel zu gewinnen. Auch wenn es das Halbfinale der Coppa Italia heißt. Hier nichts anbrennen lassen. Und dann im Rückspiel zu Hause im San Siro richtig ordentlich aufs Gas gehen. Benacer erneut. Aber wieder abgeblockt. Bentancur. Unser Weg war bis dahin sehr machbar. Gegen Genua deutlich gewonnen, dann auch gegen den FC Turin im Viertelfinale keine Probleme gehabt. Nun im Halbfinale kommt der erste Brocken mit der alten Dame. Aber bis dato machen wir es richtig gut. Unsere einzige Niederlage war im September gegen Atletico. Ecke. Die erste nach 28 Minuten, nach Schuss von Cavani, pariert Chesney. Und die Ecke durch Veloso. Die kommt sehr gut, aber er findet keinen Abnehmer. Dalot. Sehr gut. Und da ist die Führung. Das war mal richtig stark gespielt. Und ich würde gerne wissen, wer der Torschütze ist. Wir schauen uns das jetzt an. Starker Ball hier. Der Kopfball und dann der Treffer durch Miguel Veloso. Keine Chance für Chesney. Der macht zwar das Torwart-Eck zu. Trotzdem geht der Ball ins Tor rein. Und wir führen dank Miguel Veloso mit 1 zu 0 nach 32 Minuten. Es ist ein zweites Tor. Und die erste Chance haben wir endlich genutzt. Und jetzt wirkt Juve so richtig unsicher. Fehlpass und wir haben den Ball erobert. Romagnoli. Bastoni. Tolisso. Chesney ist da. Gute Idee von Tolisso. Mal aus der Ferne. Aus der Ferne zu schießen, ne? Aber kein Problem. Und was für ein Ballgewinn von Veloso. Cavani. 2-0. Stark gespielt. Wir lassen. Stand jetzt Juve, Piemonte Calcio, keine Chance. Führen verdient mit 2 zu 0. Durch diesen Fehlball wieder Fehlpass und durch den Fehler dann im Aufbau bei Juve und Benacer mit dem Treffer 2 zu 0 für uns hier in Turin. Das erste Tor in der Liga für Ismael Benacer. Also, er ist sein letzter Saison bei uns im Kader und ein fester Bestandteil. Und es gibt noch mal Freistoß für Juve. Gewechselt von Manchester City, Laporte wechselt für 129 Millionen zum FC Barcelona. Das ist eine Hausnummer.
Mal schauen, ob er was bringen kann. Moreno. Und die Baller. Jetzt ist Halbzeit. Wir führen mit 2:0 verdient. Natürlich die Juve-Anhänger völlig außer sich. Die hätten hier ein anderes Spiel erwartet. Aber jetzt geht es in die andere Richtung. In FIFA 20 war noch der AC Milan die Mannschaft, die das Endspiel nicht gut bestritten hat. Aber hier deutlich überlegen. Mal sehen, ob die zweite Halbzeit jetzt ähnlich wird. Mit Anstoß durch Cavani. Frioni kommt für Dybala. Okay, dieser Wechsel ist etwas überrascht. Benacer. Was für ein Fehler von Danilo. Gut von Salemakers unter Druck gesetzt. Einwurf für Juve. Arthur. Ramsey. Delikt. Das nächste Spiel ist für Juve in der Liga gegen die Roma. Wir spielen ja gegen den FC Crotone. Kein einfaches Spiel gegen einen der Abstiegskandidaten der Liga. Und ich melde mich gleich wieder. Ich habe gerade einen Anruf. Mit einer kurzen Unterbrechung geht es weiter hier. Und wir ziehen direkt ab. Chesney ist da. Kann den Ball parieren. Wir führen mit 2:0 sehr komfortabel hier in diesem Spiel. Tunnler. Morata, jetzt Salemakers. Mit dem Rückpass auf Dalot. Und er mit einem Versuch Barco mitzuschicken. Allerdings nicht optimal. Wir spielen, wie gesagt, als nächstes beim FC Crotone. Eine sehr angenehme Aufgabe im ersten Moment. Allerdings dann ist es doch ein unangenehmer Gegner, denn sie sind Abstiegskandidat und sie wollen in dieser Phase natürlich unbedingt Punkte sammeln, damit man nicht am Ende der Saison noch um den Abstieg spielt oder gegen den Abstieg spielt. Stark von Veloso erstmal und dann Dalot, natürlich ist er da. Den will ich auf jeden Fall halten. Wer ist schneller, Cavani oder Delikt? Delikt kommt an den Ball. Und das war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Cavani und Delikt. Ich überlege mir jetzt einen Wechsel vorzunehmen. Und zwar bringe ich Xhaka für Veloso, Kalulu für Salemakers und Rebic für Cavani. Dreifachwechsel hier. Spieler werden geschont. Stark von Tolisso, der arbeitet sehr gut mit nach hinten. Leitet den Konter ein über Barco. Cavani. Chesney ist da, pariert den Schuss. Das war natürlich knapp. Aber starke Parade vom Polen. Jetzt die Dreifachwechsel. Xhaka, Veloso, Kalulu, Salemakers und Cavani, Rebic. Chesney pariert den Kopfball von Dalot.
noch 5 Minuten hier und dann ist das Halbfinal-Hinspiel vorbei. Wir mit einem optimalen Gefühl. Es wird zwar nicht einfach im Rückspiel, trotzdem ist es natürlich machbar. Jetzt De Ligt noch mal mit einem Freistoß. Abgefälscht und weg den Ball. Eine Minute wurde angezeigt, die jetzt abgelaufen sind. Wir gewinnen das Hinspiel des Halbfinales in der Coppa Italia mit 2 zu 0 dank den Treffern von Veloso. Und Ismael Benacer 2-0. Piemonte muss drei Tore schießen, um noch das Finale zu erreichen. Wir schauen uns mal das nächste Spiel an. Wie gesagt, das andere Spiel zwischen Rom und Napoli. Mal gucken, wie es weitergeht in der Coppa Italia. 3 zu 3. Das ist natürlich eine Hausnummer. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Simulation gegen Crotone. Wir gewinnen 3 zu 2 gegen den FC Crotone. Barco und zweimal Cavani, Di Carmine und Nwankwo mit den Treffern für Crotone. 2 zu 3. Jetzt geht es im Achtelfinale der Champions League. Damit ist das letzte Spiel auch vorbei und wir trennen uns mit Manchester City im Achtelfinal-Hinspiel 1 zu 1. Das war eine gute Leistung. Torschütze war Giacomo Olmo in seinem zweiten Spiel erst. Hier im Bild natürlich der Torschütze, der junge Superstar, kann man ihn schon nennen, sein zweiter Einsatz und bereits schon wieder getroffen, als wenn er spielt. Ist auf jeden Fall mit einem Tor von ihm zu rechnen. Sterling in der 21. Minute mit dem Führungstreffer. Wir schauen uns die Tore mal an. Raheem Sterling, das war zu einfach. Hier und dann kann Navas nichts mehr machen, außer den Ball festhalten und nicht ins Tor zu prallen. Naja, gegen Manchester City muss man auch erstmal 1-1 spielen. Das ist schon in Ordnung. Dann das 1-1 durch Giacomo Elsa hier, wunderbar, wie er sich bis an die Grundlinie kämpft und dann einfach schnörkellos ins Tor den Ball katapultiert. Katapultiert. 1-1 auf jeden Fall der Endstand zwischen Manchester City und dem AC Mailand. Piemonte gegen Bayern auch unentschieden. Wir schauen uns mal die Ergebnisse an. Ja, natürlich 66 Punkte, das läuft in der Liga, auf jeden Fall in der Champions League auch. Wir schauen uns das mal an. Bayern Piemonte 1-1, Milan City 1-1, Eindhoven United spielen noch und Atletico Wolfsburg. Wir haben zwei neue Nachrichten und zwar: Hey Boss, danke, dass Sie mir ein Ohr geliehen haben. Mach weiter so. Und Spieler ist verletzt für 5 Tage. Okay, das ist in Ordnung. Der hat sich im Spiel gegen Manchester City was geholt. Deswegen wird er gegen Lazio ausfallen. Aber gegen Sampdoria wird er dann wieder spielen. In der nächsten Folge allerdings erst einmal. Und der fällt auf jeden Fall aus. Castillejo rückt in das Team. Und ansonsten passt die Aufstellung soweit. Und dann war es noch im Tor für Maignan. Und damit geht es weiter in der nächsten Folge gegen Lazio, was ich spielen werde. Und gegen Sampdoria werde ich simulieren. Und dann befinden wir uns auch schon wieder im März. Also am
Nächsten Dienstag geht es direkt weiter. Manchester City, Piemonte und Inter, drei Spiele, richtig krasse Spiele. Und dann kommt wieder Juve und Monza. Also da werde ich alle Spiele spielen. Aber von zwei Spielen, die Highlights nur zeigen, wahrscheinlich ist es Manchester City, was ich wieder komplett zeigen werde. Und Piemonte dann in den Highlights sowie Inter in den Highlights, wobei ich schon Inter eher spielen soll, weil es das Derby della Madonnina ist. Deswegen schätze ich, Manchester City und Piemonte werden gespielt, aber ich zeige euch die Tore und gegen Inter werde ich dann komplett spielen. Allerdings ist das Zukunftsmusik. Wir konzentrieren uns jetzt auf die Partie gegen Lazio und Sampdoria. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, würde ich mir meinen Daumen nach oben freuen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren. Weiter geht es am Samstag, wie gesagt, gegen Lazio. Bis dahin, macht es gut, haut rein und ciao.